Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Gran Turismo PSP. Ja, heute werden wir dann ein bisschen weiterspielen. Ich weiß jetzt nicht, bis wie lange, also L und M möchte ich schon gerne machen noch heute. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar N heute machen werden. So, auf Schnee fahren. Ich glaube, wir sind noch gar nicht hier auf Schnee gefahren, hier in GT PSP. Das ist dann wirklich Neulandgebiet für mich. Und wir fahren mit dem Quattro hier. Schön, schöne Strecke. Eisarena. Eine kurze Strecke auch. Ich mag die Strecke nicht so sehr, aber naja, gucken wir einfach mal. Einfach positiv denken. Ready? Hier sind definitiv auch weniger Menschen als in Gran Turismo 4. Oh, aha! Hier kann man keinen Wallride machen. Sehr schlau, Polyphon. Sehr, sehr schlau. Okay. Ja. First Try leider nicht Gold geschafft. Aber wirklich eine coole Idee eigentlich. Hier, dass man nicht hier abkürzen kann, also beziehungsweise schummeln kann. Okay, nochmal. So. Ja, noch ein bisschen. Dann schaffen wir hoffentlich Gold. So, diesmal habe ich auch richtig geschaltet. Aber diesmal auch nicht so gut gebremst. Wow, ganz minimal verbessert die Zeit. So, 300stel fehlen noch. Komm. So, ein bisschen früher bremsen jetzt. Schon mal früher einlenken auch. Ich bleib jetzt einfach hin hier. Ich glaub, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Aber ich glaube, das ist besser jetzt. Ja, definitiv. Innen bleiben, das Ziel hier. Um Gold zu schaffen. So, weiter geht's. Und ich bleib immer noch der Meinung, die Ladezeiten sind ja extrem gut. So, das ist jetzt hier die eine andere Schneestrecke von GT4. Ready? Oh ja, schon so lange nicht mehr hier gefahren. Ah, wir fahren rückwärts die Strecke, okay. Hab ich jetzt mal gewundert, ey, die Strecke, die sieht eben ein bisschen anders aus hier, aber nee, wir fahren die Strecke nur rückwärts. Aber ich muss sagen, die Schneephysik ist hier ganz okay. Okay, nicht wieder zu früh loben, ich habe mich hier leicht verbremst. Hier kann man wiederum locker flockig Wallrides machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob hier Wallrides schneller sind. Oh, halbe Sekunde. Ich habe das Gefühl, dass wir hier ein bisschen länger brauchen jetzt für den Abschnitt. Gut, dass ich im letzten Part schon frühzeitig gecuttet habe. Weil ich glaube, das wird lustig hier. Ich bin nicht so... Oh, ich habe da zu viel... gar nicht beschleunigt. Ich bin nicht so der beste Rallye-Fahrer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so mehr der Asphaltfahrer. Okay, nochmal. Obwohl Rallye-Fahren schon echt Spaß macht, finde ich. Ich zocke ja auch sehr gerne Dirt Rally und solche Spiele. Aber das fühlt sich schon deutlich besser an jetzt. Ja. Oh ja. Irgendwie habe ich mich um eine Sekunde verbessert. Ich weiß aber nicht, wie ich das geschafft habe. Einfach besser gefahren, ja. Definitiv besser gefahren jetzt. Gut, jetzt kommt, oh Wunder, die nächste Schneestrecke oder die nächste Schneeprüfung. Eisarena wieder mal, okay. Oh ja, jetzt kommt die Kurve. Auch hier recycelt die Prüfung, kenne ich von GT4 noch. Nur mit ein anderes Fahrzeug fahren wir jetzt hier. Ich glaube, in GT4 fährt man hier mit einem Celica. Toyota Celica. Oh ja, ich glaube, ist das gut, hier im ersten Gang oder im zweiten Gang zu fahren? Ist auch jetzt auch egal, wir haben hier Gold geschafft. Und ich möchte jetzt nicht nochmal testen, ob hier mit ersten oder zweiten Gang besser ist. Wir waren auf jeden Fall schnell genug, um Gold zu schaffen. Das ist die Hauptsache wieder mal. Ja, ja. Gut, ach, das geht doch eigentlich schneller als gedacht.
Ich habe immer noch halt diese böse Erinnerung. Das war, glaube ich, der dritte Abschnitt mit dem Corolla hier, Tahiti Maze. Da habe ich mega lang gebraucht. Und ja, aber Schneeprüfungen sind okay sogar auch. Okay. Volle Konzentration, hier ist es richtig eng und ich habe richtig Schiss, hier auch die Bande zu berühren, weil hier habe ich das Gefühl, wenn man die Bande nur leicht berührt, schon disqualifiziert. Okay, ich war ein bisschen vorsichtig, jetzt werde ich ein bisschen aggressiver fahren und auch ein kleines bisschen die Bande berühren. Versuche ich nicht zu machen, aber wenn das passiert, ist es jetzt auch nicht schlimm. So, jetzt aber. Ja, deutlich besser jetzt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu spät, beziehungsweise ich musste die Lenkung öffnen. Konnte dementsprechend auch nicht mehr so richtig lenken. Nein! Das hätte aber für Gold gereicht. Locker, aber so richtig. Ach, ich Idiot. Guck mal, das meine ich. Nur wenn man ganz leicht nur die Bande berührt. Okay. Wieder hier die Kurve, die habe ich wieder verhauen. Also die eine Linkskurve, da habe ich irgendwie noch Probleme. Ja, aber jetzt ist mal easy peasy wieder mal. Hätte ich eigentlich auch First Try schaffen können, aber da war ich ein bisschen zu vorsichtig. Weil ich einfach Schiss hatte, die Bande zu berühren. So, jetzt kommt die letzte Schneeprüfung. Wieder mit Toyota Celica, aber diesmal das neuere Modell. Und welche Strecke? Eisarena, okay. Ready? Ah, wir sind eine komplette Runde Eisarena jetzt gefahren, weil die Strecke ist wirklich sehr kurz. Oh, Zeppelin, ich glaube, das sehen wir zum ersten Mal. Ach ne, Zeppelin, ich dachte schon Zeppelin hier. Heißluftballon, hier sehen wir jetzt. Hab ich den GT4 noch nie gesehen. Oh. Unvergessen zu schalten. Also ich habe mich abgelenkt von diesen Luftballons dort und habe vergessen noch zu schalten am Ende. Sehr schön. Ready? Diesmal lasse ich mich aber jetzt nicht ablenken. So, immer schön hier innen bleiben. So, nicht so viel cutten. Und frühzeitig hochschalten, jawohl. Und ja, easy. Ja, ging doch einfacher als gedacht jetzt. Und... Oh, ich dachte, das wäre jetzt die letzte Prüfung. Ich bin so dumm. Jetzt fahren wir die letzte Prüfung. Die wird es bestimmt wirklich in sich haben, ne? Wieder wahrscheinlich Chamonix. Genau, Chamonix. Ich weiß nicht, ob die Strecke so ausgesprochen wird. Ready? Okay, die Stelle hier. Yo! Warum ist das hier so komisch rot? Oh mein Gott, ich lasse mich so leicht ablenken hier. Aber irgendwie sieht das komisch aus hier. Oh ja, und übrigens, dieser Wagen hier hat Frontantrieb, weswegen sich die Fahrphysik komplett anders anfühlt jetzt auf einmal. Man kann nicht so schön driften. Wie kam Citroën auf die dumme Idee, hier einen Fronttriebler zu bauen? Der Wagen lässt sich überhaupt nicht rutschen, also... Nee, es ist so unangenehm zu fahren. Aber reich für Gold, das ist die Hauptsache. Ja, wie oft ich das schon gesagt habe, ist die Hauptsache, aber wirklich, es ist wirklich die Hauptsache. Gut, wir sind jetzt hier mit L fertig. Jetzt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, okay, jetzt kommt M und danach N. Ja, wir machen M und gucken, wie weit wir vorankommen. So, M, genau, da wollte ich jetzt. Kurvenkombination für Fortgeschrittene und die Musik ist wieder... Sehr cool. Kurvenkombination, okay. Die Autos sehen relativ langsam aus. Bis auf hier, auf das Rallye-Auto hier. Ja, let's go. Ich
Bei dieser Herausforderung fahren Sie an eine nicht einsehbare Kurve heran. Der ideale Bremspunkt entscheidet über den Erfolg. Das ist ja, glaube ich, diese Hanal-Kurve, ne? Also, nachdem man die langgezogene Linkskurve fährt, glaube ich, dann kommt die Hanal-Kurve. Oder ist es die... Ready? Ja, genau, das ist diese eine Hanal-Kurve, die ich meinte vorhin. Gut, ja, das stimmt. Man kann hier den Einlenkpunkt nicht so gut sehen, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man das nicht sehen... Also, dass das jetzt extrem stört und... Hätte ich die Pylone getroffen, wäre wieder die Zeit nicht qualifiziert, aber... Ja, beim Rausbeschleunigen ein bisschen aufpassen. Beim Rausbeschleunigen nicht so früh Gas geben. Vielleicht sogar einen Gang höher schalten. Frühzeitig, mal schauen. Wieder mal testen. Ich werde ein bisschen beim Rausbeschleunigen jetzt achten. Ja, schon ein bisschen besser, aber immer noch viel Zeit verloren. Ja. Bin jetzt überlegen, soll ich vielleicht die letzte Kurve jetzt wirklich einen Gang höher nehmen als sonst? Untersteuere ich wiederum. Aber das kann ich ja gerne mal ausprobieren hier. Soll ich im dritten Gang auch bleiben jetzt die ganze Zeit? Ne, ich muss schon runterschalten. Ja, das... Ich weiß nicht, ob das jetzt deswegen ich Gold geschafft habe, aber... Wie immer, Hauptsache Gold geschafft, alles andere ist mir egal. Okay, Grand Canyon. Oh, wieder Rally. Vor allem Schotter... Ich glaube, die Schotterprüfung, die sind wirklich heftig hier. Ready? Ah, die erste Kurve hier. Grand Canyon, stimmt. Wir sind weniger Zuschauer hier mal, das ist schon mal gut. Die stören hier nicht so. Habe ich euch schon gesagt, wie klein das Spiel ist eigentlich? Also von Dateigröße her. 1 Gigabyte. Und das ist schon echt bemerkenswert, weil ich meine, wie viele Strecken hat das Spiel? Ich glaube so um die 50. Und Grand Canyon ist so eine Strecke, die ist... Ready? Die sieht für ein PSP-Spiel echt gut aus und keine Ahnung. Ja, okay, aber jetzt weniger darüber labern, ein bisschen mehr hier schnellere Zeiten fahren. Oh nein. Ah. Okay, nochmal. Was mache ich hier falsch? Das weiß ich nicht. Ich muss nochmal weiter gucken. Okay. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Oh, das hat aber für Gold noch gereicht. Okay. Sehr schön. Jetzt kommt M3. Oh ja, wir... ja, das ist ja die eine Strecke hier. Da muss ich jetzt überlegen, ersten Gang oder einen zweiten Gang die ganze Zeit fahren. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir fahren ja auch nicht so ein schnelles Fahrzeug hier. Aber die Strecke gefällt mir. Die ist echt cool eigentlich. Ich möchte hier gerne die Handbremse auch nutzen, aber hier gibt es keine Handbremse, glaube ich, im Spiel. Zumindest habe ich jetzt dafür keine Taste belegt. Deswegen jetzt ohne Handbremse. Ich glaube, hier würde man schon mit Handbremse schneller fahren. Und im zweiten Gang ist man hier schneller unterwegs, glaube ich. Ja. Und das hat auch für Gold sofort gereicht. Wie geil. Das geht aber wirklich jetzt ein bisschen schneller. Deswegen werden wir nochmal auch den nächsten Abschnitt jetzt machen. Wir sind gerade bei 14 Minuten jetzt. So, El Capitan. Na, kein Bock wieder zu lesen. Aber hier auch schön wieder alles ausmachen. Ich glaube aber, dass schon Traktionskontrolle 1 schneller ist insgesamt. Also wenn man hier, würde ich hier privat spielen, würde ich glaube ich sogar privat
mit der Kontrolle einspielen, aber ich möchte euch zeigen, was für Skills ich hier habe. Und ja, jedenfalls ohne Reifen fahren. Okay, ja, bis jetzt eigentlich ganz gut. So. Das Spiel hat es vorgeschlagen, ein bisschen früher zu bremsen, aber nee, das wäre ein bisschen zu früh dann auch. Oha! 6 Zehntel fehlen. Das hat sich aber echt ganz gut angefühlt jetzt, die Runde. Beziehungsweise die Zeit, die ich hier gefahren bin. Nochmal überlegen. Auch die Prüfung, ich wiederhole mich mal, aber auch die Prüfung wurde recycelt. Die kenne ich auch von ganz anderes Papier. Einfach hier Vollgas fahren jetzt. Alter, ich habe sehr viel Angriffsdruck, mehr als gedacht. Alter, der Wagen lässt sich sehr schön fahren, muss ich echt sagen. Ja, ich habe den Wagen ein bisschen unterschätzt vom Grip-Verhältnis her, weswegen ich da jetzt ein kleines bisschen, also beim ersten Versuch da, ja, zu vorsichtig wieder mal war. Ich unterschätze gerne mal die Fahrzeuge und wir fahren hier, ja, die El Capitan Rallye-Strecke hier, stimmt. Ganz schön viel müssen wir fahren hier. Oh, ich hab vergessen, wieder zu schalten. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier weitergeht. Okay, nach dem Springen leicht nach rechts lenken. Ich kenne die Strecke leider nicht in- und auswendig. Ich bin hier nicht so viele Runden gefahren. Aber, ja. So, jetzt... Ja, schon besser. So, im zweiten Gang hier, glaube ich, bleiben ist besser. Also das Spiel schlägt vor, dass wir im ersten Gang fahren sollen. Aber nee, ist nicht so toll. Ist einfach Vollgas hier, scheiß drauf. Ist mir egal, ob ich nach dem Ziel jetzt noch die Bande berühre. Einfach da reinbrettern und passt schon. Ist wie bei Need for Speed Most Wanted, diese Radarfallen. Da muss man auch richtig schnell sein. Und wenn da dahinter eine Wand ist, scheiß drauf, aber Vollgas geben. Gut. Die letzte Prüfung hier bei M. Versuchen Sie, sich in einem Fiat Punto an den engen, kurvenreichen Straßenabschnitten in eine italienische Stadt. Hier geht es um Einschätzervermögen und Kontrolle. Citadel Aria. Schöne Strecke wieder mal. Und auch die Strecke ist wieder mal recycelt worden. Ich weiß noch ganz genau, in Gran Turismo 4 fährt man hier mit einem VW Bora. Und ja, ich weiß das ganz genau deswegen, weil ich hier bei der Goldzeit auch wirklich viele Versuche gebraucht habe. Mit dem VW Bora. Und ich hoffe, das wird jetzt First Try. Ja, das sieht gut aus. Sauber. Okay, wir können jetzt eigentlich noch N machen, es sei denn, wir müssen jetzt irgendwie 6-mal die Nordschleife komplett fahren, eine komplette Runde. Dann werde ich, glaube ich, N erst im nächsten Part machen. Sagt die nette Frau wieder mal was? Du wolltest schon schöne Frau sagen, aber ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Glückwunsch, Sie haben den Herausforderungsblock M abgeschlossen. Sie können jetzt mit dem nächsten Block fortfahren. Oha. Wählen Sie aus den Blöcken N, O oder P. Die 2 Blöcke nach Block P sind Spezialmissionen auf der schwierigsten Strecke der Welt, dem Nürburgring. Okay, ich muss so kurz noch zwischenzeit noch etwas machen hier. Ich war aber krass kurz abgelenkt. So, jetzt aber. Okay, das ist cool. Also, wir machen aber erstmal mit N weiter, die ultimative Herausforderung Teil 1. Oh Junge. Ah. Okay. Oh, mit Rennautos hier. Okay, nee, das ist kein Rennauto hier. Und wir müssen hier wieder mal überholen, höchstwahrscheinlich, ne? Ah, okay, jetzt weiß ich's, okay. Nee, was weiß ich jetzt? Ich wollte sagen, wir müssen hier höchstwahrscheinlich einen überholen, genau. Alter, der ist deutlich schneller eigentlich. Das ist ein GT300. Okay, ein bisschen Windschatten vielleicht nehmen. Ich kann aber nicht mal hochschalten.
Das war aber richtig knapp, ey. Oh, man darf den gar nicht mal leicht touchieren. Okay, da muss ich sehr aufpassen. Das war übermutig von mir gewesen jetzt. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass die Überholprüfungen ein bisschen leichter sind. Ich nehme noch ein bisschen Windschatten, ich übertreibe das jetzt gerne mal komplett. Oh, der wollte mich wieder hier überholen. Ich bin immer noch der Meinung, der ist schneller eigentlich. Okay. Gut, diesmal aber nächste Herausforderung. Ja, ich bin mir sicher, das wird jetzt richtig schnell gehen. Hier ist hier definitiv überall alles überholen. So, die letzte Kurve von Highspring, glaube ich, ist das. Okay, los geht's. Ja, diesmal, das ist ein faires Duell. Weil beide GT300-Fahrzeuge hier. Okay, ich fahre auch die Kurve komplett falsch. So, jetzt beim Rausbeschleunigen vielleicht. Das wird knapp, aber ja. Hat doch gereicht. Muss eigentlich, glaube ich, die letzte Kurve von Highspeedring außenrum fahren, damit man beim Rausbeschleunigen auch viel Schwung mitnehmen kann. Okay, oh, Tokio. Ich mag die Strecke irgendwie nicht. Tut mir leid, aber es ist wirklich so. Ich mag die Strecke nicht. Und vor allem dann jetzt hier. Wir müssen jetzt auch noch zwei überholen. Und wieder ein faires Duell. Denn wir fahren hier. Alle Autos sind super GT-Autos. Beziehungsweise GT500. Ich hätte den da jetzt schon überholen sollen. Ich kann den ganz leicht berühren. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt, ja. Nicht gut. Ready? So, Windschatten hier nehmen. Windschatten bringt schon etwas. Und jetzt hier. Ach Mann! Ich versuche immer den hier jetzt vor der langen Zone rechts zu überholen. Und dann, keine Ahnung, bremse ich zu stark ein oder so. Ich weiß nicht. Jetzt übertreibe ich das richtig. Jetzt mache ich hier einen Dive-Bomb. Ich habe den ganz leicht nur berührt. Also bitte. Mal. So überholt man heutzutage, ne? So, jetzt muss ich aber auch die Kurve hier betreffen. Jetzt ist die Frage, wo kann ich am besten hier den überholen? Also auf jeden Fall nicht vor der S-Kurve. Wahrscheinlich kurz nach der S-Kurve. Der wird wahrscheinlich die S-Kurve richtig langsam nehmen. Hoffe ich. Ja. Und dann einfach hier reinstechen. Jawohl. Ja, die Prüfungen haben es aber ein kleines bisschen in sich. Das darf man nicht unterschätzen hier. Und zwar sind die Prüfungen immer noch leichter als die Lizenzprüfungen, wenn man hier Gold schaffen möchte. Aber, ja. So, Seoul Central sehen wir jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal hier. Was ich eigentlich finde, ich finde die Strecke total, naja. Die sieht okay aus, aber ich vermisse die Strecke irgendwie nicht so. Ja, das ist aber noch unfairer jetzt übrigens, merke ich gerade. Wir fahren mit einem Straßenfahrzeug und die fahren alle beide mit einem GT300. Cool. So, oh ja. Vielleicht haben wir aber auch Rennreifen oder so und keine Ahnung. Also der Wagen fährt sich eigentlich ganz gut. Ja, schon wieder. Das ist wie beim ersten Versuch, ist er gegen die Mauer da gefahren. Ich weiß nicht, ob das ein Emulationsbug ist hier. Das Spiel wird übrigens emuliert. Aber alles über echte Sony-Hardware. Ich spiele es ja auch auf Lesson TV und da gibt es ja. Leider läuft das Spiel nicht nativ auf PSP-Hardware. So, jetzt komm. Gut.
Weiter. Eine komplette Runde jetzt diesmal. Okay. Überholen Sie bei diesen Sprintrennen über eine Runde auf dem Super Circuit drei Gegner vor der Ziellinie. Okay. Was haben wir hier mit dem VW Lupo? Oh, cool. Schönes Auto eigentlich. Macht echt Spaß zu fahren. Bin mit dem Wagen auch mal eine Online-Liga gefahren in Gran Turismo 5 war das noch. In GT Planet gab es da so eine Liga. Und hat schon Spaß gemacht auch zu fahren. Kann ich den jetzt auch ein bisschen mehr berühren als noch vorhin? Ja, ich habe es wirklich hart getroffen. So, kann ich hier Vollgas fahren? Er muss schon leicht lupfen hier auch. Okay, das war auch richtig knapp, tatsächlich getroffen, richtig hart. So, beim Rausbeschleunigen jetzt einen schönen Windschatten nehmen, richtig, und dann die letzte Kurve irgendwie divebomben. Komm, Windschatten, bitte, mehr, auch ein bisschen mehr Windschatten. So, vielleicht Lacke Bosse außen überholen. Nee, das schaffe ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder... Ah, richtig knapp, ey. Richtig knapp. Ich glaube, das war nicht mal ein Hundertstel, was gefehlt hat. Versuchen wir das noch einmal. Ready? Start! Okay. Gut, also eigentlich... War der erste Versuch relativ gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da falsch gemacht habe, aber ich habe den jetzt schon früher überholt als noch im ersten Versuch. Und ich hoffe, das wird auch jetzt gleich auch hier gut klappen. Okay, ich habe da sehr zu viel gecuttet. Ready? Start! Also eigentlich ist die Brücke nicht so schwer. Wir hier ein bisschen Windschatten nehmen. Ich habe den, glaube ich, noch früh überholt. Das ist auch nochmal ganz gut. Okay, ich habe den sogar leicht berührt. Ich habe aber die Kurve auch richtig gut schlecht getroffen, ey. Das ist das Blöde. So, jetzt versuche ich den hier. Oh, ja, ich habe da nicht gelupft. Ich war so fokussiert, ihn zu überholen, weswegen ich die Kurve komplett verhaut habe. Ich habe da einfach gar nicht gelupft. Soll ich jetzt hier innen lieber divebomben? Ja komm, ich divebombe jetzt mal hier. Jawohl, das komme ich noch besser jetzt. Oh mein Gott, jetzt einfach sicher nach Hause fahren. Jetzt sollten wir das auch Gold schaffen. Ich übertreibe das aber einmal wieder mal gerne. So, hier außen rum geholt. Ich könnte auch eigentlich hier divebomben. Mache ich aber nicht. Ah, oh, komm, du versperrst den Weg hier, komm. Düdüd. Okay, das war Shit. Bis zum geht nicht mehr. Die habe ich richtig schlecht getroffen, die Hernal-Kurve, die letzte. Da kann doch gar nicht sein, dass ich für die Prüfung jetzt so lange brauche. Die ist eigentlich relativ easy. Und wieso fahre ich hier nicht auch wieder innen rein? Keine Ahnung. Ich kann aber hier dann wiederum mit viel Sprung rausfahren und dann auch so Zeit gewinnen. Ja, Masterplan wieder mal. Ich weiß nicht wieso, aber das Lied hier, was hier gerade läuft, das erinnert mich so irgendwie so an ein Final Fantasy Lied gerade. So, jetzt ein bisschen lupfen, aber... Was ist hier los, ey? Das ist doch eine total einfache Prüfung, komm. Ich hätte fast die Prüfung Fast 2 geschafft, ey. Ich möchte ihn nicht hier innen überholen. Ja, jetzt, der wird wieder mich stören, das sehe ich jetzt, aber
Ah ne, jetzt passt das schon. Ich möchte jetzt nicht übertreiben und den jetzt Dive-Bomben enden. Deswegen lasse ich mir ein bisschen Zeit. Jetzt kriege ich auch von ihm sehr gut Windschatten. Besser als noch vorhin. Und dann kann ich ihn noch vor der Rechtskurve noch überholen, höchstwahrscheinlich. Ich ändere mal kurz die Perspektive. Fahren wir mal so jetzt auch. Wir sind jetzt gar nicht so gefahren. Okay. Ja. Ein bisschen länger braucht dafür, sorry. Und weiter geht's. Die letzte Prüfung für heute dann. Auf jeden Fall, wir haben wieder die magische 30-Minuten-Marke geknackt. Und länger als 30 Minuten sollen die Folgen eigentlich nicht sein. Eine komplette Runde Grand Rally. Oh, sehr schön. Mit einem M3 GTR. Schöner Wagen. Da machen wir das jetzt. Ready? Okay, ich sehe den Alfa Romeo. Welche Fahrzeuge sind da noch? Die Auflösung ist so niedrig, ich kann das leider nicht hier erkennen. Aber das sieht aus wie ein Audi TT jetzt da vorne. Boah, sehr viel Untersteuern. Und ich glaube, das ist ein Opel Astra oder ein Opel Calibra. Eins von beiden. Der Erstplatzierte. Das ist übrigens das Lied, das habe ich auch schon, glaube ich, in irgendeinem Part gesagt. Ich glaube, das war der dritte Part. Das Lied ist, glaube ich, wenn man sich ein Auto kauft bei Gran Turismo 6. Das ist echt cool. Von hier stammt das Lied, ey. So, jetzt schön Windschatten möchte ich haben. Ey, die KIs fahren hier ordentlich. Also schnell auch, vor allem. So, ein bisschen hier Autoride machen, sozusagen, statt Wallride Autoride. Alter, ich glaube, das wird nix. Das ist mir noch zu weit vorne. Oder? Jetzt kriegen wir noch vielleicht ein bisschen Windschatten auch und wir müssen die letzte Kurve richtig gut treffen jetzt. Ah, shit. Jetzt ist noch Windschatten. Komm. Nein. Hat noch ein bisschen gefehlt. Also 1,59 sind wir hier gefahren. Also müssen eigentlich ja nur 2-3 Zehntel schneller fahren in der Runde. Das sollte eigentlich. 56,9. Okay. Also, ich glaube, Ziel ist hier 1,56,5 zu fahren, um Gold zu schaffen. Das war ja fast, weil ich habe den Wagen noch nicht so ganz... Also, ich kannte den Wagen vorhin nicht jetzt. Jetzt weiß ich ungefähr, wie sich der Wagen anfühlt. Aber nicht so. Ah, das wird eine XXL-Folge wegen dieser Prüfung hier, ne? Sehe ich schon kommen. So, Windschatten hier schön nehmen. Also den zu überholen ist easy. Ein bisschen lupfen, das sollte schon eigentlich passen. Das hätte ja ein bisschen mehr lupfen sollen. Okay, ich habe den definitiv jetzt viel früher überholt. Also ich habe ihn jetzt noch nicht überholt, aber jetzt. Also läuft jetzt eigentlich ganz gut. Ja, das sollte man diesmal jetzt schaffen. Ich habe den Audi TT-Fahrer erst nach der zweiten Tunnelausfahrt überholt. Da habe ich ihn als Carride benutzt, ne, sozusagen. Also hier habe ich den überholt beim ersten Versuch und ja, wir sind deutlich weiter voran jetzt.
als nach vorhin. Dennoch, Astra ist immer noch ganz weit vorne. Ich werde jetzt auch schön die weiße Fläche gleich nutzen. Ja, sieht aber gut aus. Letzte Kurve muss ich aufpassen. Nicht, dass ich den jetzt... Ah, das ist wieder super, richtig knapp. Komm! Oh mein Gott, das schaffe ich wieder nicht. Ja, doch, ja. Ich denke, so wie der Lewis Hamilton. Ich bin sogar langsamer gefahren als erst im ersten Versuch. Hab ihn aber jetzt überholt. Ja, die KIs, die fahren nicht immer exakt dieselben Zeiten. Hier muss man wiederum bedenken. Gut, ich glaube, die Frau sagt jetzt nichts, oder? Möchte sie noch was sagen zu uns? Ich glaube nicht, weil sie hat ja eigentlich schon alles gesagt, ne? Glückwunsch, Sie haben alle Bonus-Herausforderungen abgeschlossen. Fahren Sie weiter Rennen, um ein Weltklasse-Fahrer zu werden. Ja, aber nee, wir machen noch den letzten Part. Also, ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall O machen und hier Nürburgring. Ich wollte das eigentlich als separate Part, also nur ein Part nur mit Nürburgring machen vielleicht. Ach, keine Ahnung, mal gucken. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao.